Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, man sieht, wir sind schön fleißig beim Bauen. Unsere Burg wird schön größer. Während alle hier mit Graben beschäftigt sind, wie sieht es hier mit dem Steinbruch aus? Wie viel haben wir noch? Ah, ein bisschen haben wir noch hier. Gut. Das heißt also, Steine dürften kein so großes Problem sein gerade. Und unser Bauplan. Okay, das ist der Bauplan von den Dingern hier. Der ist jetzt gerade nicht so wichtig. Das ist der Bauplan von unseren Türmen und allem. Ja, die werden fleißig gebaut. Das ist gut. Und ja, sobald ich die Türme dann halt fertig habe innerlich. Werde ich erstmal gucken, dass die Hauptmauer hochgezogen ist. Und da muss ich mir überlegen, wie wir die Türme hochziehen können. Weil dadurch, dass ich die Treppe ja mittig baue. Könnte das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ja, eigentlich sollte ich einen zweiten Bauauftrag machen und das Torhaus auch gleich zu Ende bauen. Also, neuer Bauauftrag. Das war falsch. Hehehe. So, das sieht richtiger aus. Da hatten wir die Zweierparapets. So. Steinchen hier überall. Steinchen hier. Steinchen in die Lücken. Und dann noch unsere Treppe. So, die noch verschieben. Hier direkt dran. Oh, wobei. Nehmen wir die andere Seite erstmal. Oder wisst ihr was? Wir machen das gleich auf beiden Seiten. Also kopieren. Und machen wir es auch ruhig noch hier gleich auf die andere Seite des Torhauses. So. Erhöhen die Priorität auf Maximum. Senken die Priorität von dem auf 1. Und dann sollten Sie erstmal das alles bauen. Ja, nach oben kommen sie ja locker. Naja, wir haben sehr, sehr viele leere Lager mittlerweile.
Und ja, ob ich hier doch noch einen Turm drauf packe, das überlege ich mir noch. Oder ob ich vielleicht einen Bergfried in die Burg setze. Wäre wahrscheinlich das interessantere Bauvorhaben. Und ja, die müssen erstmal hier hoch. Wir sind übrigens schon über 5 Stunden an diesem Bauvorhaben. Und ich weiß halt gerade gar nicht, kann ich die Geschwindigkeit erhöhen? Sieht die ich danach aus? Steht hier was vielleicht? Vorwärts, rückwärts, drehen, reinzoomen, rauszoomen, hoch, runter, automatische Höhenanpassung, Projekt erstellen, baue Strukturen zu den Waffen, Projektron Stand ändern. Nö. Okay, ich kann wirklich Bricktrons befehlen, dass sie sich nirgendwo hinbewegen dürfen. Nur Halteposition, nur bei Spielerbefehl bewegen. Ach so, für Militär-Bricktrons, ne? Ich habe übrigens was sehr Wichtiges vergessen. Das kann ich gleich in den Beauftrag reinpacken. Wobei, sind wir mal bei den Dingern kreativ? So. Oh, das war eins zu niedrig. Das Problem ist jetzt halt die Höhe, weil wir können 1, 2, 3 hochbauen. 4 und 5 macht dann ein Problemchen. Also brauchen wir wenigstens für die Torhäuser keine Steine. Und mit Holz sieht es ja auch nicht schlecht aus. Müssen wir mal gucken, wie wir das bei dem Torhaus machen. Bei dem Torhaus geht es ja noch. Können wir bei dem Torhaus auch gleich den Deckel drauf machen? So, frische Steine.
Du holst mal das bisschen Stein von da ab und schaffst es nach hier. Oh ja, und Holz wird geholt. Und verbaut. Dann werden wir auch mal ein bisschen was von unserem Holz los. Ha, sind die Balken 2 hoch? Oder können die gleich einen 2 hohen Balken bauen? Die bauen gleich einen 2 hohen Balken. Ja, das ist praktisch. Das erübrigt das Problem, das wir haben. Vorausgesetzt, sie können von da oben nach da unten bauen. Aber so wie er gerade läuft, sieht es fast danach aus. Oder auch nicht. Mal abwarten. Einfach mal abwarten, was passiert. Gut ist ja schon mal, dass sich alles hier ein bisschen reguliert. Also sobald wir zu wenig Steine haben, gehen mehr Leute in die Steinbrüche. Wir haben ja jetzt 2 und schaffen mehr Stein rein. Und wenn wir dann wieder mehr Stein haben, gehen wieder mehr bauen. Ich habe übrigens, wenn wir mit der Burg hier fertig sind, unsere nächste Sandbox-Burg planen, auch schon eine Idee, was wir machen werden. Habe ich aus einem anderen Spiel mir ein bisschen Inspiration geholt. Bin aber gespannt, wie wir es umsetzen können. Also es wird auch ein Großbauprojekt. Also wird es wieder viel mit Lagern werden und viel mit Vorausplanen. Ich werde mir dafür aber eine Map suchen, wo wir nicht so viel terraformen müssen. Hoffentlich jedenfalls. Oh, ich dachte, da wäre ein Loch, aber das war nur ein Schattenwurf. Dann warten wir es jetzt einfach mal ab. Es kommen garantiert noch welche mit Holz dann. Und ja, was leider nicht geht, ist, dass ich ein, ja. Wäre schön, wenn sowas gegangen wäre. Geht aber leider nicht. Huh?
Hat jetzt die gesamte KI-Aussetzer. Würde mich nicht wundern, wenn das mal wieder vorkommt. So, das war der letzte Stein. Ich hätte es auch wirklich so machen können, aber dafür bräuchte ich Baumstämme. Also so übereinander und das letzte ein Baumstammstück. Aber jetzt ist das Ding nun mal so, wie es ist. So, mal gucken, was du machst. Du gehst zurück zum Lager. Hm. Gut, dann opfern wir mal 4 Steinchen. Also ja, entweder ist der Durchgangsverkehr jetzt hier auf der Seite zu groß, dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie hin müssen. Oder das sind einfach jetzt wirklich Wegfindungsprobleme. Ja, es stehen da jetzt so viele Leute mit Holz. Keiner weiß, wohin damit, hä? Ja, ich würde mir wirklich wünschen, wenn die Entwickler die AI noch verbessert hätten. So.
Der Bauauftragte hat nichts mehr, also canceln wir ihn. Nein. Und nehmen den Bauauftragten wieder auf Maximum. Und setzen hier die Blöcke wieder. So. Da wir die Höhe dann auch schon erreicht haben. Nee. Alles gut, hier nehmen wir mal den Bauauftrag. So, da sind so viele Blaupausen dabei, die wir mal entfernen können. Ein bisschen gerader stellen, dass ich das Fenster besser ziehen kann. So, die beiden noch weg. Die weg. So, da ist das jetzt nur noch dieses Gestell hier. Das können wir kopieren und...